Super, perfekte Gärung, mega. Ja, aber was ist denn jetzt mit der Ecke? Alle anderen passen doch. Mist. Ach ja, eine Gärung. Was für eine wunderschöne Verbindung. Aber potzblitz, warum passt das Ding nicht? Eine Gärung ist eine Verbindung, in den meisten Fällen, wo wir zwei Bretter so verbinden. Das heißt, wir sägen zwei 45-Grad-Winkel jeweils an eins der Teile. Und meistens passen zwei auch. Drei passen auch noch ganz gut zusammen. Und der vierte ist dann der Doofmann, wo der Kackrahmen nicht zusammengeht. Scheiße, was macht man dann? Genau das wollen wir uns heute mal anschauen. Beziehungsweise wollen wir uns anschauen, was man im besten Fall vorher macht, damit das gar nicht erst passiert. Warum passt meine Gärung nicht? Egal, womit wir unsere Gärung herstellen wollen, in der Regel haben wir wahrscheinlich irgendeine Art von Skala, die uns hilft, unsere gesuchten 45 Grad einzustellen. Zum Beispiel so. Oder so. Oder so. Egal mit welcher Maschine, wir haben diverse Möglichkeiten, auf unsere 45 Grad zu kommen. Aber Jonas, würdest du so einer Maschine vertrauen? In der Regel ja, aber es gibt ja auch einen ganz einfachen Weg, das zu überprüfen. Wir sägen ein Stück, nehmen uns einen Winkel, dem wir definitiv vertrauen, der 45 Grad hat, legen das Ganze einmal hier drauf und überprüfen, ob unser Schnitt tatsächlich im 45 Grad Winkel ist. Was wir dann noch überprüfen können, ist, ob die Fläche an sich im 90 Grad Winkel ist. Das heißt, wir messen auch nochmal so über den Schnitt. Aber in der Regel werden wir feststellen, dass 90 und 45 Grad bei den meisten Maschinen passen. Wenn ihr das nicht so überprüfen wollt, könnt ihr das natürlich auch vor jedem Schnitt mit einer solchen Level oder manchmal heißen sie auch Bevelbox überprüfen. Das Ganze kommt erstmal auf den Tisch. Wir nullen das Ganze dann auf 90 Grad und dann kommt es hier ans Sägeblatt und wir stellen den gewählten Winkel ein. Denn auf dieser Box können wir genau lesen, welchen Winkel wir haben. Wenn die Maschine jetzt gar nicht das Problem ist, weil wir die 45 Grad tatsächlich sehr einfach bekommen, warum passt meine Gärung dann nicht? Ich würde sagen, wir haben gesehen, 45 Grad an jeder der Ecken einzustellen, also zweimal, dürfte eigentlich relativ einfach sein. Und das Ganze halbwegs wiederholgenau zu schneiden, auch. Denn wir brauchen ja, ganz wichtig, an jeder dieser Verbindungen wirklich exakt 45 Grad. Aber wenn das gar nicht das Problem ist, wo kommt das Problem dann her? Es müssen ja nicht nur alle diese Winkel gleich sein, sondern auch alle Teile müssen 100%ig gleich lang sein. Warum? Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal genau anschauen, haben wir hier drei Teile, die super zusammenpassen. Wir haben hier ein viertes, das auch perfekt passen würde, aber wir haben auch noch ein fünftes, das, wie man sieht, ganz minimal, streng genommen, 1 Millimeter größer ist als die anderen. Wenn ich das jetzt hier reinpacken will, dann sieht das halbwegs so aus, als würde das passen. Es tut es aber nicht, weil wenn ich den Rahmen wirklich gut zusammenschieben will, dann schiebt er sich immer wieder leicht auseinander. Das heißt, wir sehen, unsere Winkel passen zwar, aber eins der Teile ist einfach zu groß. Und genau das ist das Problem. Für perfekte Gärung brauchen wir Teile, die in jeder Hinsicht ziemlich gleich sind. Das habe ich ja gerade schon erklärt. Das Problem ist so ein bisschen, wie stellen wir die her? Wenn wir viele Teile schneiden wollen, die gleich sein sollen, nehmen wir meistens einen solchen Anschlag. Aber, oh nein, dadurch, dass die Gärung eine Spitze hat, ist natürlich die Frage, wie lege ich das Ganze an? Hier rutscht die Gärung jetzt ein ganz, ganz bisschen hinter den Anschlag, weil er nicht ganz an den sozusagen anderen Anschlag dran geht. Das Problem ist, wenn ich die jetzt minimal höher mache, dann kann ich noch weiter weg. Das zeigt sich hier ganz gut. Zack. Je nachdem, wie weit dieser Abstand hier ist, kann ich die Gärung weiter reinschieben oder halt auch nicht. Und dadurch verändert sich ganz, ganz einfach minimal unsere Länge. Das Schlimme ist, wenn ich den jetzt hier doll reinschiebe, dann seht ihr, dass ich den Anschlag schon nur mit der Gärung anheben kann. Nämlich so. Und so ist es extrem schwierig, beziehungsweise man muss extrem aufpassen, dass die Teile wirklich gleich lang werden. Denn das passiert ganz schnell. Gleiche und passende Winkel zu haben, ist manchmal wahrscheinlich deutlich einfacher als tatsächlich 100%ig exakt gleich lange Teile. Und das, ich sag's nochmal, ist tatsächlich das große Problem. Wenn wir zum Beispiel eine solche Rahmentür bauen wollen und alle Gärungen sollen passen und vor allen Dingen die Tür in sich soll auch winklig sein, dann müssen halt wirklich alle Teile genau gleich sein. Ich habe gerade eben ja ein Teil dazugelegt, hier unten rein, was 1 Millimeter länger war als die anderen.
Wenn wir uns jetzt aber klar machen, dieser Fehler, den ich absichtlich herbeigeführt habe, kann drüben an so einem Anschlag bei jedem Teil auftauchen. Das heißt, wir haben am Ende nicht ein Teil, was anders ist, sondern im schlimmsten Fall vier, die überhaupt nicht zusammenpassen. Dann ist das wahrscheinlich die Erklärung, warum Gärungen für ganz viele Leute einfach ganz, ganz schwierig sind. Der Grund ist, eure Teile sind einfach nicht gleich. Denn wie gesagt, diesen Winkel kann man sehr, sehr gut und sehr einfach überprüfen. Und auch die Teile kann man im Prinzip sehr gut überprüfen, wenn man sie einfach nebeneinander legt, hinten einen geraden und fixen Anhaltspunkt hat und dann sieht, oh, das eine Teil ist ja viel länger als das andere. Insofern, ich schätze, dass das der Grund für eure Probleme ist. Probiert es gerne mal aus. Wie gesagt, das Anschlagthema ist bei einer solchen Spitze natürlich sehr, sehr schwierig, denn sobald ich diese Spitze auch etwas zu doll belaste und eindrücke, ist sie natürlich auch kaputt. Es ist also ein sehr delikates Teil, was trotzdem hundertprozentig passen muss. Mano. Aber das Gute ist, wahrscheinlich stimmen eure Maschinen und wie ihr sie überprüfen könnt, auch das habe ich euch heute gezeigt. Also lasst doch gerne ein Like, ein Abo und einen netten Kommentar da. Und zwar, sind Gärungen für euch Probleme? Ja oder nein? Das würde mich wirklich sehr interessieren und es würde mich natürlich auch interessieren, ob die Tipps, die wir euch heute gegeben haben, zum Messen oder auch zum richtig sägen euch geholfen haben. Der Tipp zum richtig sägen kommt ganz am Ende für alle, die bis zum Ende zuhören, mit dem geheimen Codewort der Tipp. Hashtag der Tipp, schreibt das mal unten rein. Wenn ihr nicht wollt, dass ihr den Anschlag hochschiebt, dann schiebt die Teile einfach wirklich vorsichtig dran. Einfach so und nicht so. Das ist eigentlich ein sehr einfacher Tipp, aber er funktioniert sehr gut. Also, nur für euch am Ende. Ich nehme diese neue Haarbürste, bürste mir den Kopf und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss.